bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute etwas Exotisches, was auch zugegebenermaßen nicht gerade zur schnellen Küche gehört. Dafür sind es aber nur ganz, ganz wenige Zutaten und ich glaube, das ist auch etwas, was der ein oder andere von euch mit Sicherheit noch nicht ausprobiert hat. Ihr seht ihn hier schon im Hintergrund stehen, meinen Reiskocher. Der ist kein Muss, also man kann dieses Rezept auch im Topf machen. Aber ganz ehrlich, wer einmal Reis im Reiskocher gekocht hat, der will nie wieder einen Topf benutzen. Es ist viel einfacher, es ist viel angenehmer, es ergibt auch bessere Ergebnisse, sagen wir mal so. Gut, aber ist jedem selbst überlassen, ich zwinge hier niemanden Reiskocher zu kaufen. Jetzt seid bitte ehrlich und schreibt mir in die Kommentare, wie viele Reissorten ihr schon jeweils ausprobiert habt. Also, ich persönlich bin ein absoluter Reisfan, aber wenn ich jetzt mit meinem Umfeld spreche, naja, ja, wir benutzen meistens Langkornreis, Basmati-Reis, Wildreis gibt es auch manchmal. Da bin ich dann immer schon sehr überrascht. Das ist aber ja auch nichts Schlimmes, dass man hier nicht 10 verschiedene Reissorten in seinem Schrank hat. Ja, ich hab's aber. Egal! Letztendlich möchte ich euch aber trotzdem heute einen ganz besonderen Reis vorstellen. Und zwar schwarzen Reis. Passend zur Haarfarbe, ne? Okay, der ist schlecht. Egal. Schwarzer Reis gehört zu den Vollkornreissorten und wird ganz oft in süßen Rezepten benutzt. Und das machen wir heute. Wir machen heute ein süßes Reisgericht. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch Mango Sticky Rice kennt. Das ist relativ berühmt und sowas ähnliches machen wir heute auch. Nur eben mit schwarzem Reis und nicht mit Sticky Reis. Allerdings haben wir auch Mango heute. Letztendlich könnt ihr auch anderes Obst nehmen, das ist eigentlich völlig egal. Es geht nur darum, dass ein bisschen Frucht noch dabei ist. Ananas zum Beispiel eignet sich auch sehr gut, denn unsere Basis für den Reis ist tatsächlich kein Wasser, sondern Kokosmilch. Wir machen heute also einen schwarzen Kokosmilchreis mit Mango. Ich liebe dieses Rezept, wenn man einfach so richtig Lust hat auf was Süßes. Und letztendlich ist es sehr, sehr variabel. Also je nachdem, wie viel Reis man benutzt, kann man das entweder als vollwertige Mahlzeit, Frühstück, Mittag, wann auch immer man es essen möchte, oder eben nur als kleinen Snack für zwischendurch machen. Was man eben dazu sagen muss, das hatte ich ja auch am Anfang schon erwähnt, es dauert ein bisschen. Also schwarzer Reis, Vollkornreis generell, dauert im Kochvorgang relativ lange. Aber letztendlich, irgendwann hat man mal diese Zeit. Und im Reiskocher ist es tatsächlich auch so, dass man nicht dabei stehen muss und ständig aufpassen muss, dass der Reis anbrennt. Das geht in diesem Ding nicht. Von daher ist es easy. Man kann den Reis da einfach reinhauen und nebenbei was anderes machen. Ich habe hier auch noch Dattelsirup stehen. Den mache ich so ein bisschen oben drüber. Das gibt dem Ganzen noch eine zusätzliche Süße, ist aber optional. Oder ihr könnt auch Agavendicksaft oder sowas benutzen oder es eben ganz weglassen. Ich erkläre das jetzt erstmal kurz für die Leute, die den Topf benutzen. Das ist ein bisschen was anderes, ist klar. Also, da haben wir hier dann eben eine Packung Reis. Hier sind jetzt 150 Gramm drin. Das Verhältnis zur Kokosmilch sollte 1 zu 2,5 betragen, wenn ihr es im Topf macht. Und dann dauert das Ganze circa 40 Minuten. Jedenfalls laut Packung. Ich würde, wie gesagt, immer mal nachgucken. Ich habe es auch schon erlebt, dass es noch ein klein bisschen länger dauert. In unserem Reiskocher ist das Ganze ein bisschen anders. Wir nehmen auch wieder die ganze Packung. Allerdings brauchen wir hier nur ein Verhältnis von 1 zu 2. Und das Ganze dauert 60 Minuten ungefähr. Ich würde sagen 65. Aber glaubt mir, das Warten lohnt sich. Unser erster Step ist, den Reis 2 bis 3 Mal gründlich durchzuwaschen. Wascht euren Reis. Ernsthaft. Das ist wichtig. So, und hier könnt ihr die Schönheit auch noch einmal sehen. Ich finde ja, der sieht fantastisch aus, ehrlich gesagt. Wenn man richtig cool ist, benutzt man dafür natürlich eine professionelle Reiswaschschüssel. Ja, die steht auf meiner Wunschliste. Also von daher, kommt bald. So, dann öffnen wir das Ganze. Dann packen den Reis da einfach erstmal rein. Meine Kokosmilch ist jetzt eine fettreduzierte Variante. Ist euch überlassen, was ihr benutzt. Da wir, wie gesagt, ein Verhältnis von 1 zu 2 haben, kommt da fast die komplette Packung rein. Hier sind 330 Milliliter drin. Ja, genau. So sieht das Ganze aus. So, jetzt geht es darum, das richtige Menü auszuwählen. Wir gehen auf Reis und wichtig ist hier braun, da es eben für Vollkorn ist. Und dann können wir das Ganze starten. Jetzt müssen wir natürlich erstmal einen kleinen Moment warten. In der Zwischenzeit habe ich aber noch etwas für euch. Und zwar noch 2 schnelle Cookie-Rezepte. Dieser Nachtisch oder dieses süße Gericht dauert ziemlich lange,
Die Cookie-Rezepte gehen super schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie aufgenommen und mir ist dabei leider ein Aufnahmefehler passiert. Dementsprechend ist das Format falsch. Ich wollte sie eigentlich als Kurzclip hochladen, also als YouTube Shorts. Ich möchte die Videodateien aber nicht wegwerfen, da ich die Cookie-Rezepte auch sehr gerne mag und ich denke, dass sie euch auch gefallen könnten. Und deswegen schneide ich sie euch jetzt hier rein, während ihr wartet. Und dann glaubt mir, die 60 Minuten gehen ganz schnell vorbei. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Unser Reiskocher hat gepiept. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Hier sieht man auch, das ist richtig cool. Der hält den Reis noch eine Zeit lang warm. Das ist halt echt mega praktisch. So, die komplette Kokosmilch ist jetzt weg. Aber den kleinen Rest, den wir quasi noch übrig behalten haben, den packen wir da auch gleich nochmal wieder rauf. Dann holen wir das Ganze jetzt erstmal raus. Hier haben wir unser wunderschönes und vor allen Dingen leckeres Ergebnis. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Das ist für mich jetzt mein Mittagessen und das ist die halbe Portion des Reises. Also von daher könnte man auch noch Nachschlag nehmen. Ich hoffe, ihr probiert das aus. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren verratet, wie ihr es fandet. Und wenn euch das Video generell gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!